Jo, Dead am Mikrofon und wir machen die Challenge mit dem Kopfgeld. Dazu gibt es verschiedene Anlaufstellen, wo man hinfliegen kann. Und zwar einmal hier näher des Kolosseums in der Wüste zu dem Pfannkuchenmann. Da fliegt ihr nicht in die Raffinerie, wo ich erst dachte, da, die ich markiert habe, sondern ein bisschen weiter links, südwestlicher, in dieses Haus. Und da wartet der gute Pfannkuchen auch schon auf euch. Dann kann man sich hier kurz an der Bar auftanken und geht zu dem Pfannkuchenmann. Gut, ich wurde hier kurz gestört von irgendeinem anderen Kerl. Da sieht man die ganzen Challenges, die man annehmen kann. Die kann man sich frei aussuchen und dann entscheiden, welche man macht. Und dann muss man die halt erfolgreich abschließen und hat die Bounty geschafft. Wenn man zum Beispiel einen feindlichen Spieler eliminieren will. Ach so, hier wollte ich gerade zeigen, wer das noch nicht kennt. Ab im Sand stehen bleiben, zack, ist man im Sand verschwunden und kann sich getarnt vorwärts bewegen. Zack. Und jetzt der zweite, der ist hier oben an der Küste im Westen. Das ist dieser alte John Wick, beziehungsweise der Skin aus Season 1, Level 100, Season 3. Level 100 Skin, und da werde ich jetzt mal die Challenge annehmen: eliminiere feindliche Spieler. So, rein in die gute Stube. Also ich denke mal, es gibt noch mehrere davon. Ich weiß jetzt noch hier die beiden Positions. Und ja, ich werde mal wählen, einen Spieler eliminieren. Damit man mal sieht, wie das Ganze aussieht. So, jetzt soll ich diesen anonymen 280 Kaktus, ne, Kaktus Weihnachtsbaum killen. Und dieser gelbe Bereich zeigt halt an, wo er sich aufhält. So, das war's dafür. Haut rein.